Markus Beimert, herzlich willkommen bei Fans Fragen. Du bist mittlerweile, ich weiß gar nicht, der fünfte oder sechste Gast. Dich nennt man ja auch einfach Balle. Wenn dir jemand vor Saisonbeginn gesagt hätte, der SV Meppen steht nach 15 Spieltagen mit 24 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz, wie hättest du reagiert? Hätte ich gesagt, super, unterschreibe ich, nehme ich mit. Klasse. Und woran liegt das, dass der SV Meppen gerade so erfolgreich ist? Ich glaube, dass wir im Moment einen sehr guten Mix haben, sowohl von den Persönlichkeiten als auch von den fußballerischen Qualitäten, die jeder so mitbringt. Dann haben wir hier und da auch ein bisschen mehr Matchglück, als wir es vielleicht letzte Saison hatten. Und grundsätzlich sind wir aber, glaube ich, auch eine Mannschaft, die gar keinen schlechten Fußball spielt. Also wir haben Phasen dabei, wo wir, glaube ich, wirklich auch sehr attraktiven Fußball spielen. Und deshalb ist das für den Moment ein sehr schönes Gefühl, da oben zu stehen. Gut, dann kommen wir schon zu den Fragen der Fans. Den ersten kennst du vielleicht auch, Nico Granatowski. Da könnte dir vielleicht noch was sagen aus alten Zeiten. Der hat gefragt, wo machst du gerne Urlaub? Hast du da eine Lieblingsinsel? Ja, ich denke, da spielt er auf Mallorca an, wo ich die letzten Jahre relativ häufig Urlaub gemacht habe. Letztes Jahr auch mit Lars und mit Mike zusammen. Und die Jahre davor auch mit den Jungs aus der Mannschaft immer mal wieder. Das ist so kein ganz so weiter Flug. Man hat alles, was man braucht. Das Wetter ist gut und man kann da auch ganz gut entspannen. Dann möchte Karin Roja wissen, beziehungsweise sie sagt erstmal, du spielst eine gute Saison. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. Hast du etwas gegenüber der letzten Saison verändert? Gar nicht so viel eigentlich. Also ich muss sagen, im Moment, oder was letzte Saison war, da hatte ich bisschen Probleme hier und da körperlich, hat es da und da mal gezwickt. Das ist diese Saison nicht so. Meine Sprunggelenke, denen geht es im Moment sehr gut. Danke Melli, unsere Physiotherapeutin. Ja, und dann fällt das Ganze auch hier und da leichter. Also das ist eigentlich so der einzige Grund vielleicht. Was hast du gedacht, als dir in Wiesbaden der Ball an den Kopf geflogen ist? Der Ball ist mir ja nicht an den Kopf geflogen. Ich habe mich da super vor einen Gegenspieler gemogelt und habe das Ding mustergültig eingeköpft. Nee, der Ball kam immer länger und wir haben das im Training hier und da mal geübt. Und immer wenn die Bälle Tanku da abrutschen, die zu weit kommen, dann habe ich da hinten ein bisschen Glück, dass ich auch mal einen Ball komme. Putti hat den Kopf Gott sei Dank weggelassen und dann war es auch nicht mehr ganz so schwer, aus der Entfernung da einzuköpfen. Was gefällt dir in Meppen am meisten? Ja, es ist jetzt klein und kompakt, würde ich sagen. Es ist was anderes als jetzt zum Beispiel, ich komme aus Frankfurt, das ist eine Großstadt. Und ich würde sagen, was auf jeden Fall sehr entspannt hier ist, es gibt wenig bis gar keinen Verkehr, keine Rush-Hour, man muss nirgendwo anstehen. Und wenn man ein paar Jahre dann hier ist, dann kennt man halt auch hier und da die Leute und dass das alles sehr, sehr kompakt, sehr familiär ist, das ist eigentlich so das Schönste. Wer ist dein persönlicher Lieblingsspieler und dein persönlicher Lieblingsverein? Lieblingsspieler würde ich mich jetzt, oder tue ich mich schwer, da gibt es viele, die ich beeindruckend finde. Bastian Schweinsteiger, der jetzt nicht mehr spielt, den fand ich gut. Philipp Lahm war auch immer so ein bisschen so ein Vorbild. Und der Lieblingsverein ist die Eintracht aus Frankfurt und da aktueller Lieblingsspieler würde ich sagen Martin Hinteregger. Wie hat sich deiner Meinung nach die dritte Liga und der SV Meppen-Kader seit dem Aufstieg weiterentwickelt? Ja, ist schon ein bisschen her. Weiterentwickelt der SV Meppen-Kader oder wie er sich generell entwickelt hat. Ich denke, dass wir hier in Meppen die letzten Jahre teilweise gute Spieler gehen lassen mussten und dann immer wieder ja, diese Lücken füllen mussten. Was uns hier und da besser, mal mehr, mal weniger gut gelungen ist. Wir das aber, glaube ich, alles in allem als Mannschaft immer soweit gut aufgefangen haben. Letztes Jahr lief dann leider nicht so gut. Hat aber, glaube ich, nicht nur mit den Spielern oder mit den Abgängen zu tun. Da waren halt viele Sachen, die da auch eine Rolle gespielt haben. Und die dritte Liga ist, glaube ich, von Jahr zu Jahr ist die irgendwie, wird die verrückter. Da denkt man jedes Jahr, was ist denn da los? Und jeder Spieltag hat mindestens eine Überraschung gut. Und ich finde, es ist eine sehr attraktive Liga, gerade jetzt auch mit Fans wieder. Das ist immer so eine Sache, da sind viele Vereine, die auch Fans mitbringen, was dann echt Spaß macht. Hast du ein bestimmtes Ritual vor dem Spiel? Eigentlich nicht, nee. Also da ist jetzt nicht,
Nichts, was ich immer mache. Kurz bevor wir rausgehen, gehe ich immer noch mal pinkeln, aber sonst ist da nicht viel. Okay, dann sind wir von den Fragen der Fans theoretisch schon durch. Jetzt möchte Mandy aus dem Fanshop noch wissen, die hat noch eine letzte Frage gestellt. Könntest du dir eventuell vorstellen, als bester Mitarbeiter, Verkäufer des Monats am 6. Dezember wieder im Fanshop mit anzupacken? Das ist natürlich wieder clever gemacht, ne? Ich glaube vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren, ich weiß gar nicht mehr, da hat es, glaube ich, das erste Mal irgendwie angefangen und da waren die Verkaufszahlen wohl so sensationell an dem Tag, als ich mich hier einmal mit reingesetzt habe, dass ich da jetzt jedes Jahr wieder angesprochen werde. Ich weiß nicht, was der 6. Dezember für ein Tag ist. Montag. Montag ist hin und wieder mal mein freier Tag eigentlich, aber ich denke, für ein paar Minuten kann ich da vorbeischauen. Super, da wird sich Mandy bestimmt freuen. Dann kommen wir noch zum letzten Teil, eine schnelle Runde entweder oder. Kannst dich schnell entscheiden. Erste Runde, Ronaldo oder Messi? Beide. Haaland oder Mbappé? Haaland. Rap oder Techno? Rap. FIFA oder Pro Evolution Soccer? Weder noch. Instagram oder WhatsApp? Beides. Warm oder kalt duschen? Ja, warm. Hannover oder Frankfurt? Frankfurt. Offenbach oder Osnabrück? Boah, beides nicht. Joggen oder Krafttraining? Beides nicht. Dreier- oder Viererkette? Ah, Viererkette. Anzug oder Jogginghose? Jogginghose. Tor oder Vorlage? Beides gut. Sehr gut. Dann sind wir auch schon durch. Danke dir. Danke auch. Ciao, ciao. Ciao. So, den nehme ich mit, ja?